Testauflösung für heute. Im ersten Beispiel haben wir einfach nur zunächst mal zwei Zahlen gegeben und wollen den entsprechenden Pfeil in der komplexen Zahlenebene haben. Oder den Punkt, wenn jemand einen Punkt mag, aber ihr wisst, ich stehe das ja auf die Pfeile. Und dann waren ein paar Sachen zum Ausrechnen. Also a ist 2 plus j, das ist glaube ich einfach der reelle 1, 2 und dann 1j und dann haben wir hier a und b halt minus 1 und plus j sind dann hier oben. Die anderen Sachen waren was zum Ausrechnen. C ist a plus b und das ist glaube ich noch relativ einfach, wo man gesagt hat, das kann man machen wie die Vektoraddition und das könnte man in dem Fall sogar grafisch machen. Ich nehme diesen Pfeil und ich schiebe ihn da drauf und dann komme ich eben zu der Pfeilspitze von C. Dann haben wir D ist gleich A mal B. Wir haben ja die Multiplikation von komplexen Zahlen definiert. Welche zwei Möglichkeiten hätte ich, den Pfeil für D zu ermitteln? Total ausmultiplizieren. Mhm. Also klar, genau. 2 plus J. Das ist die beste Variante für das. Der anderen Variante wird man wahnsinnig. Also, ich kann es einfach ausmultiplizieren, genau. Bevor ich das jetzt noch mache, was wäre die andere Möglichkeit, wie ich zwei komplexe Zahlen multiplizieren kann? Ich addiere die Winkel und multipliziere die Länge. Genau. Ich addiere die Winkel und multipliziere die Längen. Wenn wir hier sagen, a mal b, ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass wenn ich quasi diesen Winkel nehme, und dann hier beim B dazu auftrage, dass dann der Winkel hier rauskommt. Könnte sein nach Augenmaß, schaut nicht ganz falsch aus. Und dass die Länge, das ist natürlich jetzt schwierig grafisch abzuschätzen. Aber wenn wir es hart ausmultiplizieren, dann sagen wir 2 plus j und minus 1 plus j. Und dann haben wir da minus 2. Minus, schaut aus wie minus 3. So, minus 2 plus 2j minus 1j plus j Quadrat. So, und was ist j Quadrat? Minus 1. Minus 1, genau. Das heißt, wir haben hier minus 2 plus 2j minus 1j, also plus j minus 1 plus j minus 1 ist minus 3 plus j und das ist natürlich genau das da, minus 3 plus j. Gut, und das letzte ist dann e ist b im Quadrat. Wie kann man das am einfachsten machen? Wieder die Winkel mal 2. Ja, und ich glaube, in dem Fall sind die Winkel einfacher. Also man könnte natürlich genauso jetzt anfangen, das auszumultiplizieren, aber man sieht, glaube ich, schon sofort, wir haben hier 90 Grad plus die Hälfte von 90 Grad, also noch einmal eine Hälfte von 90 Grad, noch eine 90 Grad, wir müssen nach unten zeigen. Und die Länge von b ist natürlich Wurzel von 2, nicht? Weil wir haben hier 1 Quadrat plus 1 Quadrat Wurzel, Pythagoras. Naja, und was ist das Quadrat von der Wurzel von 2? Das ist 2. Also wissen wir, es kommt ein Pfeil mit Länge 2 raus, der Kerzengrad nach unten zeigt. Okay. Ich weiß, was mir abgeht. Das ist meine Maus. Gut, zweites Beispiel. Skizzieren Sie den Spannungspfeil zum Strompfeil. Also wir haben da eine RL und eine RC Serienschaltung. Wie skizziere ich da den Spannungspfeil zum Strompfeil? Also die Strompfeile waren gegeben in beiden Fällen. Wie komme ich von dem auf den Spannungspfeil? Also Q ist I mal Z. Ja, genau, U ist I mal Z.
oder Z mal I, weil U ist R mal I normalerweise. Also ja, wurscht. Gut, dann schreiben wir das mal auf. Also wir haben U ist Z mal I, also quasi das ohmsche Gesetz, aber mit einem Z statt einem R, weil wir eben jetzt mit komplexen Widerständen arbeiten. Okay, wie komme ich aber auf mein Z? Einsetzen. Ah, es fehlt noch was. Also, wenn wirklich das U ist, also die Spannung an der gesamten Schaltung, und dass das I ist, also der Strom, es gibt hier nur einen Strom im Kirchhof, dann ist das Z keins von diesen Termen hier unten. Aber die Summe, genau, aber das ist ja wichtig. Das ist ja eine nicht triviale Erkenntnis sozusagen, dass wir irgendwie sagen können, okay, das Z ist bei einer Serienschaltung die Summe von den einzelnen Widerstandswerten. Z1 und Z2. Und jetzt kann ich natürlich dann hier einsetzen und irgendwie sagen, okay, Z1, das ist natürlich mein R in beiden Fällen, und das ist 1 Ohm. So. Und das Z2 ist dann halt das hier. Genau, das ist eine RL-Schaltung. Omega LJ. So. Und praktischerweise ist da sogar schon die Kreisfrequenz, also das Omega, gegeben. Das heißt, jetzt brauchen wir wirklich nur das einfach einsetzen, durchrechnen und dann kommen wir auf unser I. Ich habe das gescheit gelesen. Wenn ich statt an der jeweiligen Serienschaltung nur an der Spule oder am Kondensator das misst, dann habe ich es genau 90 Grad verschoben. Genau, dann ist immer 90 Grad verschoben. Und eben bei der Spule rauf, beim Kondensator runter. Und wenn ich aber einen Widerstand noch drinnen habe, dann ist eben der Widerstand, also beim reinen Spule oder beim reinen Kondensator ist ja mein Widerstand, meine Impedanz, rein imaginär. Nicht? Also wenn ich mir diesen Term hier anschaue, das ist ja ein parielle Zahlen mal J muss eben eine rein imaginäre Zahl werden und hier genauso mit dem Minus J eben. Aber so wie ich ein R dazu nehme, ist es eine komplexe Zahl, eben die gemischt ist. Und in dem Fall ist es sogar relativ einfach zum Rechnen. Da habe ich gesagt, ja, wir müssen dann einsetzen und durchrechnen, aber wenn wir eben sehen, das Z1 ist eben rein reell, das Z2 ist rein imaginär. Das heißt, um diese Summe zu berechnen, müssen wir nicht einmal addieren, weil wir haben die beiden Komponenten schon explizit dort stehen. Multiplikation muss man natürlich noch durchführen. Genau. Wie komme ich auf das Omega, wenn ich nicht eine Kreisfrequenz gegeben habe, sondern die ganz normale Frequenz? Omega 2πf. Genau, 2πf. Warum 2π? Wo kommt das 2π her? Genau, Kreis. Das ist der Kreisumfang vom Einheitskreis. Und man kann sich das Omega, unsere Kreisfrequenz, vorstellen als Geschwindigkeit auf der Kreisbahn vom Einheitskreis, mit der ich unterwegs bin. Gut. Dann haben wir noch ein Ding am Schluss gehabt, nämlich Zeichnen von einem RLC-Tiefpass. Und ein RLC-Tiefpass, da muss eben ein R, ein L und ein C drin vorkommen. So schaut eben der Tiefpass aus und man kann... R und L könnten aber auch vertauschen. Genau, R und L könnte man vertauschen, und wenn das in einer schwarzen Kiste wäre, wo ich nicht reinschauen kann, sondern ich habe quasi nur die Anschlüsse, dann hätte ich auch keine technische Möglichkeit festzustellen, in welcher Reihenfolge R und L da drinnen sind. Weil eben eine Serienschaltung von zwei Widerständen oder von zwei Impedanzen eben einfach nur die Summe von beiden ist, und nachdem die Summe kommutativ ist, ist das quasi auch hier so, ich kann die vertauschen. Und ich kann von außen keinen Unterschied feststellen. Gut. So, das war unser Test und unsere Wiederholung zu den komplexen Zahlen. Fragen? Ja? Könntest du noch einmal was zu den
den beiden Aussagen sagen, an deiner Kapazität eilt der Strom der Spannung um 90 Grad voraus und ja, umgekehrt bei der Induktivität. Mir ist noch immer nicht ganz klar, was der Unterschied zwischen einem Kondensator und einer Spule ist, eigentlich. Also Kondensator und Spule sind, also wenn ich gerade einen Kondensator verstanden habe, dann habe ich eigentlich eine Spule auch schon verstanden, weil ich muss quasi meine ganzen Aussagen über den Kondensator nur hernehmen und immer die Begriffe Strom und Spannung vertauschen. Und dann habe ich das komplette Set von Beschreibungen zu einer Spule. Und das nennt man duale Bauteile, wenn sie diese Eigenschaft haben. Und dementsprechend kann man auch mal sagen, wenn man mal einen Kondensator zum Beispiel mal gesehen hat, am Kondensator eilt der Strom der Spannung voraus, und ich komme gleich zu dem. Ich brauche nur den Satz nehmen, Strom und Spannung vertauschen, und dann komme ich, sage ich eben, okay, das heißt, bei einer Spule eilt die Spannung dem Strom voraus. Weil sich eben die dualen Bauteile so verhalten. So, was heißt das? An einem Kondensator eilt jetzt der Strom der Spannung voraus. Wenn ich einen ungeladenen Kondensator habe, dem fällt im Augenblick keine Spannung ab, damit in Zukunft Spannung abfallen wird, was muss ich machen? Was mache ich mit einem Kondensator, wenn ich möchte, dass ich die Spannung kenne? Inladen. Und laden tue ich, indem ich Strom durchschicke. Das heißt, möchte ich, dass an dem Kondensator eine Spannung ist, brauche ich zuerst einen Strom. Und wenn ich quasi den mal 1 Ampere durchschicke und sage mal, ich habe hier einen 1 Farad Kondensator, dann nimmt eben die Spannung an dem Kondensator mit 1 Volt pro Sekunde zu. Im Falle von Wechselspannungen und Wechselströmen, die wir uns ja anschauen, wenn wir hier komplexe Rechnung machen, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich habe dann quasi eine sinusförmige Wellenform für den Spannung und eine zweite für den Strom, und die sind halt irgendwie miteinander verschoben, und das ist dann nicht ganz sofort ersichtlich, was heißt jetzt da, das eine eilt dem anderen voraus, weil es ist ja, der sinusförmige Spannung ist immer da und der sinusförmige Strom ist immer da, die sind halt ein bisschen versetzt. Und ich könnte quasi sagen, das eine eilt dem anderen um 10 Grad voraus, aber das ist natürlich ident mit der Aussage, es eilt ihm um 350 Grad nach. Nicht? Ich hätte ja das gleiche Bild. Aber man nimmt natürlich quasi den kürzesten Weg, und wir haben gesagt, wenn ich eine Schaltung habe, die ich beschreibe mit diesen komplexen Zahlen, dann habe ich quasi für jeden Punkt in dieser Schaltung so einen Pfeil, und der rotiert eben die ganze Zeit, und ich kann mir einen beliebigen Zeitpunkt aussuchen, und dort friere ich alle Pfeile ein, weil es ist für uns eigentlich nur interessant, wie sich die Pfeile zueinander verhalten, und die absolute Position, ein paar Sekunden später, zeigen die Pfeile in eine ganz andere Richtung. Und die drehen sich eben gegen den Uhrzeigersinn, also im mathematisch positiven Sinn, wie man sagt, und wenn ich quasi diesen Schnappschuss hier habe, und ich weiß, die drehen sich gegen den Uhrzeigersinn, die drehen sich in diese Richtung, dann sehe ich hier sofort, dass der Strompfeil ein bisschen vor dem Spannungspfeil ist in diesem Drehsinn. Und so kann man eben sagen, dass dann der Strom der Spannung vorauseilt. Und wenn wir den Widerstand nicht hätten, dann wäre es eben 90 Grad, aber es wäre eigentlich immer noch so, die beiden würden sich so drehen, und wenn da ein Beobachter sitzt und schaut, was mit den Pfeilen ist, dann wird der quasi eine lange Pause sehen, und dann kommt der Strompfeil und dann kommt der Spannungspfeil. Und dann kommt wieder eine lange Pause. Wenn wir die Pause ignorieren, dann wird der Beobachter sehen, zuerst sehe ich Strom, dann sehe ich Spannung. Und hier genau umgekehrt, das hätte ich natürlich auch im mathematisch positiven Sinn, also gegen den Uhrzeigersinn, aber der Beobachter, der hier sitzt, der sagt, ich sehe immer zuerst den Spannungspfeil, und der Strompfeil, der jagt dem nach. Beide lade ich auf, beide speichern elektrische Ladung. Aber ich brauche ja, um beide zu laden, Spannung und Strom. Sonst. Warum ist das eine vor dem anderen? Beide speichern elektrische Energie. Ich würde jetzt nicht sagen, sie speichern unbedingt Ladung. Okay. Weil, also in den Feldbegriffen würde ich sagen, hier wird Energie im E-Feld gespeichert und hier wird sie im B-Feld gespeichert, also im elektrischen und im magnetischen Feld. Aber es ist in beiden Fällen quasi eine elektrische Energie, die gespeichert wird. Mit dem ich brauche Strom, ich brauche Spannung, da muss man immer vorsichtig sein. Also man stellt sich immer die Nackenhaare auf, wenn Leute darüber reden, wenn man quasi was angreift, was unter hoher Spannung steht, ob man jetzt quasi wegen dem Strom stirbt oder wegen der Spannung.
Und es gibt Leute, die führen richtige Diskussionen über diese Frage. Und das ist natürlich absurd, weil ich habe einen gewissen Widerstand. Das ist R oder Z oder was auch immer. Und es gibt ein Gesetz, das sagt, die beiden verhalten sich linear zueinander. Und wenn quasi jemand sagt, naja, man braucht ein Kilovolt, um jemanden zu töten, aber nur ein paar Milliampere. Ja, da sind die Ampere viel gefährlicher als die Volts. Aber dann schaue ich mir das Ohmsche Gesetz an und sage, naja, aber was muss ich denn machen, damit ein paar Milliampere durch den Menschen durchfließen? Da brauche ich eine große Spannung. Also es ist ein bisschen sinnbefreit, also diese Dinge konzeptionell komplett zu trennen und zu sagen, ich könnte quasi nur Spannung haben ohne Strom oder nur Strom ohne Spannung, ohne zu kontrollieren, woran ich diese Spannung anlege oder wo ich den Strom durchschicke. Wenn ich da einen Widerstand gebe und da denke ich ein Ohm und sage, jetzt demonstriere mal die Unabhängigkeit von diesen beiden Begriffen, dann wirst du das an einem 1 Ohm Widerstand nicht machen. Da ist einfach fix gegeben, für jedes Ampere hast du 1 Volt. Natürlich gibt es Fälle wie der Mensch, der einen eher hohen Widerstandswert hat, wo ich quasi ganz große Spannungen brauche und dann habe ich die kleinen Ströme. Aber es gibt andere Sachen wie ein Starterkabel vom Auto, wo ganz kleine Spannungen ausreichen und das fließt in den großen Strom. So, das war jetzt. Da staut es nicht, aber früher, als er noch in der Hochspannungstechnik tätig war, ist mein verstorbener Vater mal auch in den Stromkreis gekommen und da war eben eher so 50.000 Volt aufwärts ist durch ihn gefahren, quasi wie wenn er vom Blitz getroffen wurde. Aber zum Glück haben ihm die Holzschlapfen oder irgendwas hat ihm dann das Leben gerettet, weil sonst wäre er wahrscheinlich also gestorben. Was mich an der Anekdote gerade ein bisschen stört, ist, dass du sagst, das sind 50.000 Volt durch ihn gefahren. Und das ist, also, es können 50.000 Volt an ihm anliegen, es können so und so viel Ampere durch ihn durchfahren. Okay. Aber wenn quasi zu sagen, es fahren so und so viel Volt durch ihn durch, macht keinen Sinn mit dem, was die Begriffe Strom und Spannung so bedeuten. Er hat es nie so geschildert, aber wenn, hätte er es auch so geschildert. Was ich kurz dazu bemerken wollte, ist, dass umgangssprachlich ja viele Leute, wenn sie Strom sagen, nicht die Stromstärke meinen, sondern das Produkt Volt Ampere. Du meinst die Leistung oder meinst du wirklich Volt Ampere, also die Scheinleistung? Also, du genau nennst, ob das Scheinleistung wird, oder so. Naja, aber das sind unterschiedliche Dinge. Aber okay, also du meinst. Aha. Nein, ich glaube, das vorher hat er Volt Ampere gesagt und das ist natürlich von den physikalischen Dimensionen mit den Watt identisch, aber damit man die Scheinleistung und die Wirkleistung unterscheiden kann, sagt man dann eben quasi VA oder wie. Aber ich glaube, wenn jemand sagt, gestern habe ich einen Stromschlag gekriegt, meint er weder Strom als physikalische Größe noch meint er Spannung als elektrische Größe, noch nennt er elektrische Leistung als Größe, sondern er möchte einfach nur die elektrischen Phänomene unter einem Begriff zusammenfassen, ohne genauer zu differenzieren, was er. Er will sagen, was er gespürt hat. Du hast jetzt gesagt. Es hat mich fetzt, sagt man in der Steine. Ja. Aber wie würdest du das sagen? Ich hätte kein Problem damit zu sagen, dass ich quasi einen Stromschlag bekommen habe. Also, weil ich glaube, weil jetzt, zumindest in meiner Wahrnehmung, wenn ich das Wort Stromschlag verwende, glaube ich niemand, dass ich jetzt eine ganz spezielle Stromstärke damit gemeint habe, sondern dass ich einfach mich auf die elektrischen Phänomene bezogen habe und von dem, was man halt haushaltsmäßig Strom nennt, nicht was so aus der Steckdose kommt. Die Scheinleistung ist VA. Gibt es auch irgendeine Bezeichnung für Blindleistung? Die Blindleistung interessiert, also der Grund, warum wir überhaupt die Watt haben und die VA, ist der, dass wenn ich ein Gerät habe, und da schicke ich jetzt elektrische Energie rein und das macht heiß zum Beispiel, das ist irgendein Heizlüfter oder ein Herd, dann möchte ich wissen, was ist die Wirkleistung, die an diesem Gerät umgesetzt wird. Das sind die Watt. Und jetzt schließe ich das aber irgendwo an. Und sagen wir jetzt, ist es kein ohmscher Verbraucher, also kein Heizlüfter, sondern irgendwas anderes, was eben jetzt nicht ein rein ohmscher Verbrauch ist, sondern eben so ein,
so ein Z hat mit irgendeinem imaginären Anteil, dann pendelt Energie hin und her zwischen der Quelle und dem Verbraucher. Und auch wenn das Gerät diese Energie nicht verbraucht, die Leitung muss es trotzdem hin und her transportieren. Und darum ist das, das ist dunkler geworden. Und darum ist es ganz hilfreich, eine Größe zu haben, mit der man sagen kann, das ist jetzt die Leistung, die das Kabel hin und her transportieren kann und das in einer Art und Weise anschreiben kann, damit das nicht zu Verwirrungen fühlt. Weil sonst kommt jemand quasi und sagt, okay, auf dem Verlängerungskabel steht irgendwie drauf, das ist für 3 Kilowatt geeignet, auf dem Gerät steht 3 Kilowatt, dann muss es halt passen, also macht es irgendwie Sinn, da ein bisschen mit den Einheiten zu variieren. Die anderen Größen, wie die Blindleistung zum Beispiel, da gibt es quasi keine so großen Auszeichnungsdinge, dass man irgendwie sagt, und ich bin jetzt im allgemeinen Sprachgebrauch, verwende ich zum Beispiel VAA so gut wie nie, sondern für mich sind das immer alles falsch. Aber und dann sage ich halt dazu, ich bezeichne jetzt die Blindleistung, die Wirkleistung, die Scheinleistung. Wenn jetzt zum Beispiel ein Gerät, es gibt ja Motoren oder so, die haben angegeben an Cosinus Phi, ist das quasi der Winkel da und was das verschoben ist? Ich weiß es nicht, ich würde es vermuten. Da hinten nickt jemand. So. Also vielleicht kann der Daniel nachher ein bisschen mehr erzählen, was das heißt. Verlustfaktor. Ah, okay. Der Verlustfaktor, hat der Daniel gesagt. Also Phi ist der Winkel und gut, das macht dann Sinn. Gut. Okay, haben wir sonst noch Fragen? Wir sind heute schon eine Stunde in einem Kurs und wir machen